Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur dritten Folge von Portal. In der letzten Folge ist mir irgendwie extrem das Herz in die Hose gerutscht. Warum auch immer. Mir ging es nach der letzten Folge nicht gut. Warum hab das ich Experiment nähert sich seinem Ende. Klar, das halt die Klappe. Darum habe ich nach der letzten Folge jetzt eine kurze Pause gemacht. Hab ein bisschen Suppe gegessen. Oma hat gekocht. Sau lecker. Und jetzt geht's wieder halbwegs. Ich glaube, irgendwie Energy und Portal ist keine gute Kombo. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie hatte ich gerade extrem Adrenalin. Auf jeden Fall, wenn euch dieses Video gefällt, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr keine weiteren Videos von Portal und anderen Spielen verpassen wollt, auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Aber jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Okay, ich werde jetzt gebacken. Ah, hier ist ja Kuchen, ne? Wir haben ja in der letzten Folge, haben wir ja in diesem Raum, der eigentlich, also in diesem fehlerhaften Bereich, haben wir ja gesehen, the cake is a lie. Also der Kuchen ist eine Lüge. Also gehe ich mal davon aus, dass ich hier keinen Kuchen bekommen werde. Wie komme ich jetzt rüber? Was nehme ich hoch hier? Oh. Ei. Ich frage mich, was diese Suppe eigentlich ist. Beans. Milk. Leute, Milch ist Gift. Was für eigentlich? Ich mag Milch voll gerne. Radio. Kann ich das anmachen? Okay. ist hier irgendwas noch? Geht nicht. Oh Gott, bin ich blöd oder was? Ich spring einfach ins Wasser. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Hier wird niemand gebacken. Oh, jetzt muss ich da reinspringen. Oh. Aber komme ich von da unten, oder? Ja, von da unten komme ich. Was zur Hölle? Ich gehe mal davon aus, dass das hier richtig ist. Ich lande hier. Boah, ich hätte vorher gucken sollen, bevor ich ran. Okay, hier ist schon mal eine Tür. Genau dahin. Der bleibt nicht an. Hallo. Warte mal, ich gehe davon aus, dass ich den auch von hier aktivieren kann. Okay, ja, kann ich. Okay, da ist was Fettes in die Wand eingeschlagen. Hm.
Okay. Da oben rein. Wollt ihr mich in Real Life umbringen, Alter? Ich hab mich gerade erschreckt des Todes. Boah, Junge. Das Spiel tut mir nicht gut. Komm, schießen da durch. Oh, oh, oh. Kann ich die Turrets? Ah, fuck. Also ich muss erst, jetzt mich hier hochhelfen. Ich muss das jetzt so timen, dass, dass ich am besten gerade aus der Position, also aus der Position jetzt nochmal andersrum, aus der nächsten Position. Okay, jetzt. Zack. Jetzt dahin ein Portal. Dahin ein Portal. Reicht das? Reicht das? Reicht das bitte? Oder ich muss es so timen, dass ich, dass er den abschießt und ich mir dann hier den ganzen Kram da hinmache. Aber das wird dann natürlich richtig stressig. Also jetzt der nächste. Und jetzt. Portal, Portal, Knopf. Oh. Wie krieg ich die jetzt los? Also das Teil ist jetzt hoffentlich dauerhaft aktiviert. Ich muss aufpassen, dass ich denen jetzt kein freies Sichtfeld auf mich gebe. Dann würde ich sagen, schieße ich dahin. Da bist du. Noch jemand da? Oh, ich Junge, ey. Und jetzt schieß bitte den. Schläfchen. Genau, 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 genau. Und? Hallo. Durch und weg. Dahinter, dahin. Scheiße. Ach, der. So, jetzt habe ich die Turrets schon mal los. Und jetzt kann ich hier rüber. Also, so halb gefahrlos. Aber wie komme ich da rein? Hm. Ah, okay. Jetzt muss ich warten und muss dann da runter. Ich dachte, ich muss da oben irgendwie hin. Aber das geht nicht. Das ist physikalisch unmöglich gerade für mich. Naja, also ich muss sagen, dieses Spiel scheißt auch schon echt auf die Physik. Also auf jeden Fall von dem Portalstandpunkt aus. So Quantenlöcher. Warte mal, ich brauche ja den Kubus da hinten. Das ist eigentlich dumm, dass ich jetzt hier abhaue. Ich hab schon vergessen, wie die Kamera da hinten aussah. Ich guck mir das nochmal an. Ich brauche hier einfach nur den Kubus. Warte mal, das ist Portal. Ist hier unten irgendwo eine Fläche, wo ich... Also ich kann hier nirgends gefahrlos runterspringen, ohne bei drauf zu gehen. Doch, hier. Dann kommt
hier drauf mein orangenes Portal und da unten hin mache ich mein blaues. So. Und dann, wenn ich da unten durchfliege, habe ich hoffentlich genug Schwung, dass ich hier drüber komme. Wenn nicht, dann speichere ich jetzt kurz. Spiel speichern. Speichern. Weil dann lande ich bei dem Punkt, wo ich gespeichert habe. Ach, ich. Und die Superhirn hat mir jetzt auch noch meine Knopfmöglichkeit da hinten zerstört. Also ich muss eh erst einmal das blaue Portal da hinten setzen, also da unten bei dem Knopf, damit ich dann hier hinkomme, damit ich hier runterspringen kann, wenn das so angewinkelt ist. Okay. Ja. Hoffe mal, das funktioniert. Warte mal. Fuck, das Portal geht kaputt. Ich hoffe, ich falle jetzt hier nicht runter. Ja! Ist hier irgendwo eine Portalmöglichkeit? Nein. Okay, ich muss da drauf irgendwie kommen. Jetzt muss ich, wenn ich diesen Sprung jetzt verkacke, ne? Dann heul ich. Gewichteter Speicherkubus zerstört. Beim Testapparatschacht von Aperture Science erhalten Sie dann Ersatz. Okay, wenn ich den zerstöre, bekomme ich direkt einen neuen. Ach man, jetzt... Oh. Ach, wie cool, dass die Plattform extra für mich beschleunigt hat. Ui, das ist ja ein Zufall. Okay. Und jetzt... muss ich schon wieder da hinten hin. Warte mal. Ich lege mir mal den Kubus. Lege ich mir mal hier hin parat. Damit ich dann direkt dann durch kann. Orange und zack. Hä? Jetzt hab... Ach so, wow. I'm a genius. So. Jetzt habe ich den Speicherfokus. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich da nicht runterspringe aus Versehen. Und ich kann ja einfach safe machen. Und so oder so. So oder so ähnlich, warte mal. Oh, gut. Und weiter. Als ob das noch nicht das Ende ist, Alter. Ich nehme seit fast einer Viertelstunde auf. Alter, ist das riesig hier. Okay, ich muss tatsächlich hier rüberkommen. Warte mal, dahin das Blaue. Und unter mich das Orange. Ich vermute, dass ich, nein, das wird nichts. Komme ich denn höher oder so? Ah, man achte auf die Decke. Fuck. Bin ich echt dumm? Ich habe jetzt zwar unendlich Momentum. Fuck, jetzt hänge ich unten fest. Okay, wie mache ich das jetzt? Am blödesten. Ich kann halt wirklich nur hierhin mein Portal schießen. Und da unten hin. Hey. Ah, jetzt weiß ich's. Ich kann ja im Flug hier mir ein Portal setzen. Orange.
Vor allem damit ihr mal versteht, wie unmöglich es in Real Life sein wird, Portale zu erschaffen oder wie viel Energie das fressen wird. Wenn wir Portale erschaffen könnten, könnten wir unendlich Energie erschaffen. Also auf verschiedenste Arten. Ich glaube, ich habe gerade verkackt. Ich glaube, ich muss nochmal neu starten. Ich mach's nochmal neu hier. Und zwar brauche ich wirklich die ganze Zeit den Strom. Blau und jetzt orange unten. Also mal so, halt, selbst wenn wir Portale hätten, dann könnten wir uns unendlich Energie erschaffen. Und zwar indem wir halt zum Beispiel ein Wasserkraftwerk bauen und im Marianengraben ein Portal schießen. Dann würde mit enorm starkem Druck aus dem Portal an der Oberfläche das Wasser kommen und dann einfach wieder ins Meer gehen. Und so hätten wir halt echt unendlich Energie. Darum werden Portale so jetzt entweder extrem energiefressend oder unmöglich. Oh fuck, jetzt hab ich vergessen, was ich setzen muss. Obwohl ich sogar sehen kann, welches Portal ich als letztes geschossen habe. Sehr gut. Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Okay. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Alles klar. Okay. Willkommen beim letzten Test. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Das ist eine Portalfläche. LOL. Okay, was habe ich jetzt unlocked? Das da. Und jetzt müssen wir warten, bis das zurückkommt. Och, leck mich doch. Ich setze mir einfach mal hier beide Portale. Und dann kann ich mir, wenn ich zurück muss... Oh mein Gott, was? Also, das ist ein Rätsel. Ich müsste die Plattform hier lang fahren. Bin ich hier um die Ecke und dann bin ich außerhalb des Sichtfelds. Okay, ich werde jetzt das einmal zurücksetzen, weil ich habe... Willkommen beim letzten Test. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Jetzt muss ich hier drauf. Setz mir hier beide Portale. Jetzt muss ich mich ducken. Muss hier drauf. Ich darf die Plattform nicht verlieren. Jetzt muss ich hier hin, schnell den Knopf drücken. Muss wieder drauf. Ich war zu... Boah. Scheiße. Oh. Okay, jetzt ist er da hinten am Dödeln. Dödeln, was laber ich für eine Scheiße. Halt, ich darf jetzt nicht die Plattform verlieren. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Kuchen. Gratulation, der Test ist vorüber. Alle Aperture-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Seien Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Gerätefehlfunktionen kommen kann.
Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Aperture Science. Ende. Die will mich jetzt umbringen. Hey, was kann ich machen? Nein! Fuck, daneben. Okay, ich bin jetzt, Fuck, ich bin gesterbt bin ich jetzt. Ich bin gesterbet. Zack. Was machen Sie? Schluss jetzt. Wir freuen uns, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben, wo wir so taten, als wollten wir Sie töten. Wir sind sehr, sehr froh über Ihren Erfolg. Wir geben eine Party zu Ehren Ihres enormen Erfolges. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ein Party-Mitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Versuchen Sie nicht mehr, den Testbereich zu verlassen. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein oder Sie verpassen das Fest. Warte mal, ist von... Da oben. Kann ich da ein Portal schießen irgendwo? Sie hat gesagt, ich soll nicht versuchen abzuhauen. Ach, Kacke. Wie komme ich hier raus? Ich schätze mal nicht durch die Tür. Ja. Richtige Eskorte. What the f- Komm ich da durch? Nee, das geht nicht. Hier geht's im Kreis. Wo? Ah, okay. Die Tür konnte ich dann doch öffnen. Ich gehe mal davon aus, dass GLaDOS jetzt versuchen wird, mich weiterhin umzubringen. Hallo? Wo sind Sie? Sie sind doch hier. Ich kann es fühlen. Hallo? Genau. Vorsichtig. Jetzt muss ich einfach nur hier rauskommen. Wie geil ist das denn? Ist das... Wahrscheinlich jetzt mit allem, was ich gelernt habe, muss ich jetzt hier rauskommen. Kann ich die Tür hier öffnen? Nee, verschlossen. Sollte hier vielleicht nicht weitergehen. Weil ich... Warte mal. Wenn ich jetzt hier weitergehe, dann fällt es ab. Richtig? Richtig. Ist da hinten? Nee. Ich glaube, da war sogar eine Portalfläche. Aber, wie komme ich jetzt hier weiter? Nee, das... Also... Geht es? Ja!
Okay, ja, reden wir nicht drüber. Oh mein Gott, jetzt bin ich da, wo ich die Räume überwachen kann. Ja, das erkenne ich wieder. Aber warum sieht dieser Mitarbeiterbereich so verlassen aus? Jetzt mal ganz ehrlich. Ausgang ist oben. Übrigens. Ah, ich bin im Kubusrohr. Wo lande ich jetzt? In einer Testkammer. Okay, der Test ist vorbei. Gewonnen. Gehen Sie zum Rückgabekomplex. Zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Das war's. Kommen Sie zurück. Nein. Ich habe keinen Kubus. Er gibt mir einen Cube. Okay, das ist jetzt unmöglich. Also, kann ich mir jetzt irgendwie das hier aufheben? Nein. Kann ich mir irgendwo was snacken? Warte mal, in der Testkammer war ich schon. Genau. Das mache ich da oben drüber. So ungefähr da. Genau. Muss ich ins Portal gucken? Ein Stück weiter hinten. Okay. Jetzt. Ah, komm, 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 komm. Ja, es zählt, es zählt, es geht. Ich schätze mal, ich soll springen. Also, jetzt bin ich gemindfuckt. Wie geht's hier weiter? Fuck. Doch nicht. Keine Portalfläche. Jetzt will mich das Spiel hier wahrscheinlich umbringen. Also, ich bin hier wahrscheinlich richtig, aber ich weiß halt nicht, wie es hier weitergeht. Einfach hier lang wahrscheinlich. Wow.
Ey. Jetzt wird's gemein. Kann ich da drunter? Ja. Ah, nein. Kann ich hier drauf? Wo ist da drauf? Nein. Bruder, ist das fies, ja. Nein. Scheiße. Ich hab mich zerdrücken lassen. Ja, 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 ja. Ich hab's. Ich hab's. Oh mein Gott, ich hab's. Ja. Oha. Das war gar nicht mal so einfach. Zack. Jetzt stelle ich mich da drauf. Und zack. Oh, scheiße, das sieht nicht gut aus. Kann ich das so irgendwie hochschießen? Also wir sind möglichst weit oben. Mist. Minimales Stück weiter noch da. Dahin und jetzt. So weit wie möglich nach da und nach oben. Jetzt zack, hier weiter. Ja. 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 Es hat geladen. Kann ich die Leiter hier benutzen? Nein! Okay, ich muss auf den in der Mitte, der ist höher. Wieder runter. Also. Falle ich jetzt? Nein. So viele leere Rohre. Junge. Hat es nicht auch Spaß gemacht, als diese Plattform in die Feuergrube hinabglitt und ich sagte, bis bald. Und sie riefen, oh nein. Und ich dann wieder, wir haben doch nur so getan, als ob. Das war toll. Ah, okay. Das drückt mich durch. Okay, jetzt bin ich weiter oben. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Nein! Ach Mist. Ich glaube, die Aufnahme kann eine Stunde lang werden. Es wird keine ausreichend lange Folge draus. Ich frage mich, wozu diese Teile gut sind. Okay, ich muss wieder einen Portal Jump machen. So.
Ach, scheiße. Was? Ach so, da waren Balken hinter... Oh. Ups. Oh. Festgebackt. Komm, ich frag mich, warum ich eigentlich nicht rede. Also im Spiel. Wahrscheinlich einfach, um es einfacher zu machen, aber... So, runter und wie geht's hier weiter? Guck mal, eine ewige Ecke. Vor allem diese Teile, die ich an meinen Beinen hinten dran habe, warte mal so. Die hier, die sind dazu da, damit ich weich lande. Junge, es ist nervig. Hui. Kann mich das umbringen? Ich glaube sogar schon. Ja. Oh. Junge. Wie? Jungs, ass. Oh. Ihr habt nichts gesehen, okay? Hier sind sie ganz falsch. Es ist nicht sicher. Ich sehe es. Ja. Ich muss mehr mit Portalen denken, Leute. Das ist mein Problem hier. Ich denke zu wenig daran, dass ich einfach Quantenlöcher schießen kann. Junge, ist es kompliziert. Also, mal sehen. Kann mich hier irgendwas crushen? Nein. Ich weiß, wo das Portal hin muss. Genau da. Orange. Okay, ich muss schon durchs Portal gehen. Okay. Ich bin weiter. Ausgang hier. Springe ich einfach mal hier runter. Aber setze mir hier oben Portale. Aber das kann eh nicht. Kann ich, wenn ich hier drauf springe, entweder sterbe ich dann oder ich schlage das Teil ein. Ach ne. Oh ja. Ich kann hier gerade über nichts lachen, weil ich komplett überfordert bin. Lol. Okay, ich bin jetzt hier auf der Seite. Ich kann hier aber nichts machen. Ey Leute, ich bin am Arsch, ne? Auf beiden Seiten sterbe ich einfach. Ich habe jetzt wirklich alles drauf gesetzt, dass hier ein... Fuck. Zack. Und weg. Alles klar.
Hier hätte ich eh nicht weitergekonnt. Okay. Scheiße. Ja, leck mich doch, Alter. Da war ich schon tot, als du mir das erzählen wolltest. Ach so. Können wir darüber lachen und lachen und lachen. Oh Mann, tja. Kommen Sie doch einfach zurück. Okay, und jetzt. Lauf, 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 lauf. Boah. Geschafft. Okay. Ich traue dem Braten nicht. Naja, was sonst. Hey. Ja, es war richtig. Alter, ist das Junge! Jetzt geht das gleich auf, wenn ich darüber gehen will. Ich sag's euch. Ich predikte, das wird jetzt aufgehen. Was, habe ich gesagt? Oh fuck, ich bin am Arsch. Scheiße! Wie mache ich das denn? Geh auf. Portal, Portal. Portal. Fahre hoch. Durch. Bitte, aus. Lass mich runter. Au, 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 au. Ich hasse dich nicht. Ruhe. Und hab ich. Was soll. Au, kritischer Fehler. So, die Turrets sind aus. Komme ich hier jetzt irgendwie weiter? Ja, hier. Sie sind kein guter Mensch, das wissen Sie, oder? Ich bin gute Menschen landen nicht hier. Hören Sie mich? So. Kann ich das irgendwie zerstören? Warum soll ich ihn sonst sehen können? Ich kann hier nicht hoch, gehe ich mal von aus. Genau. Wenn ich hier oben. Genau. Wenn ich da oben ein Portal setze. Moment mal. Ach, scheiße. Nächste, was daran geht, bitte. So. Und so, dann. So. Zack. Wenn ich hier drauf gehe, fällt's ab. Okay, doch nicht. Aber, Ah, da ist ein Lüftungsschacht. Lüftungsschacht, genau. Ich will runter. Suche. Fehlfunktion. Ich verzeihe dir. Over here. Alter, ist das gruselig hier. Ich bin gerade, glaube ich, viel zu leid, also viel zu stumm. Ich rede zu wenig. Für eine Aufnahme, meine ich. Over here. Ne,
warte, wenn ich da so gerade ein Portal hinsetze, dann so. Dann lande ich ja irgendwann ganz weit vorne. Oder ich gehe jetzt einfach hier durch. The cake is a lie. Ja, ich merk's. Ne? Also jetzt wissen wir, warum der Kuchen eine Lüge ist. Weil wir selber gebacken werden. Wir sind dann selber der Kuchen. Ich bezweifle, dass ich ein besonders leckerer Kuchen wäre. Wie, Junge, wie? Wo war ich hier? Das heißt, hier drüber. Wahrscheinlich, weil der Pfeil nach oben heißt, entweder soll ich hier ein Portal platzieren oder hier drüber halt. Was damit gemeint ist, seht ihr allerdings erst beim nächsten Mal. Weil die Aufnahme war viel zu lang, um daraus eine Folge zu machen. Dieses Video ist 46, ja, vielleicht 47 Minuten lang und die Aufnahme ist nochmal doppelt so lang. Also, wenn ihr das nächste Mal nicht verpassen wollt, könnt ihr auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch diesem Video einen Daumen nach oben geben. Aber jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüssi!